Berechnen Sie das Volumen einer Pyramide mit Grundfläche A 1, 1, 1, B 2, 1, 2, C 3, 2, 4 und Spitze D minus 1, minus 1, 3. So, es handelt sich hier um eine Pyramide mit dreieckiger Grundfläche oder ein sogenannter Tetraeder. Und das Volumen von einem Tetraeder kann man mit Hilfe des Spatproduktes rechnen. Das heißt, dazu berechnen wir erstmal den Vektor A. Der Vektor A ist der Vektor AB und AB ist dann der Vektor 1, 0, 1. Und dann brauchen wir noch den Vektor B. Das ist hier in unserem Falle zum Beispiel der Vektor AC. So, und der Vektor AC wäre hier 2, 1, 3. So, jetzt müssen wir bilden A kreuz B. Und A kreuz B wäre dann 1, 0, 1 plus 2, 1, 3. So, und das rechnen wir als das mal den minus das mal den nach unten, also 1. Das mal den minus das mal den nach oben, also minus 1. Das mal den minus das mal den in die Mitte, auch minus 1. So, das ist A kreuz B. Jetzt bilden wir A kreuz B mal C. Der Vektor C ist dann der Vektor AD. Und der Vektor AD wäre minus 2, minus 2, 2. So, jetzt bilden wir also ein Sechstel, also als orientiertes Volumen, ist dann ein Sechstel mal A kreuz B mal C. Das ist also ein Sechstel mal A kreuz B, das ist minus 1, minus 1, 1, mal C. Das ist minus 2, minus 2, 2. Und das ist ein Sechstel mal. Minus 1 mal minus 2 ist 2. Minus 1 mal minus 2 ist 2. 1 mal 2 ist 2. Und das ist 1. Und das Vorzeichen des orientierten Volumens sagt etwas darüber aus, dass die Vektoren A, B und C ein Rechtssystem bilden. Und daraus folgt, dass das Volumen, also eigentlich der Betrag des orientierten Volumens ist. Und das ist hier 1, Volumen 1.